in der Halle zu reiten. Also wenn man, ich bin von außen, wir sind hier hingefahren, ich habe gesagt, oh mein Gott, wie groß ist diese Halle. Und wenn man drin steht und reinreitet, die Atmosphäre, es ist wahnsinnig toll. Ja, ich freue mich natürlich riesig über dieses Turnier hier. Ich glaube, für jeden Reiter aus Schleswig-Holstein ist es immer schön, hier in den Holzenhallen zu reiten. Ja, erstmal muss man ja den Veranstaltern gratulieren, dass sie den Mut hatten, dies mal anzupacken. Also wir haben schon immer mal gedacht, Mensch, so eine tolle Halle und warum dürfen wir nur einmal hier reiten im Jahr? Die Stimmung ist so unheimlich gut, alles ist so entspannt hier und es wird so viel für uns Reiter und insbesondere für die Pferde getan, dass wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr wohl fühlen. Man sieht mal wieder, kommt man zur Holstein International, ist außen hinter den Kulissen auch alles geregelt. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist. Das hat sich ja schon bewiesen, jetzt nach der ersten Auflage. Und das ist ein guter Weg, auch Leuten einmal eine Palette zu geben, wo sie sich präsentieren können auf internationaler Ebene, in einer kleineren Form. Und das sieht ganz gut aus, ja. Ja, es ist ein grandioses Turnier, nicht? Die Starterzahlen zeigen das. Ein Turnier, was zu dieser Jahreszeit natürlich auch hier mitten in Schleswig-Holstein notwendig ist. Das sieht man ja daran, wie die Reiter das Turnier annehmen. Ich bin total begeistert. Also wie das hier aufgezogen ist und man kann wirklich sagen, von Pferdeleuten für Pferdeleute. Und das Ganze drumherum, wir haben kurze Wege von den Stallungen zum Parcours. Das ist einfach traumhaft. Die Halle ist schön groß. Ja, mir gefällt das Turnier sehr.